Die Landschaft der Champagne prickelnd, hell, klar, voller Überraschungen, aber trotzdem sanft im Abgang. Es war ein großartiges Erlebnis, durch die Landschaft der Champagne zu fahren, die weichen Kurven zu fahren. Dieses leichte Hoch und Runter wieder, zum Autofahren natürlich genial. Mit den anderen Leuten in einer Tour zu fahren, das war sehr, sehr interessant. Es war eine wunderschöne Fahrt, wir hatten perfektes Wetter und das war ein großartiges Erlebnis. Diese große Weite überhaupt in Frankreich gefällt mir gut. Wenn man sich allein hier den Golfplatz anschaut, 140 Hektar. Bei uns in Deutschland hat der Golfplatz im Schnitt 70 Hektar. Ist doch ein Traum hier. Das kennen wir ja aus Deutschland nicht, ja auch nicht aus Bayern. Ja. Da kann man einfach was sehen, das gefällt mir. Der Champagner ist ausgezeichnet. Der passt zur Landschaft. Das war natürlich gestern ein Riesenerlebnis bei Krug selbst. Und ich bin eigentlich kein Champagnertrinker, aber jetzt bin ich einer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass es über 270 Champagnerhersteller dort gibt, das hätte ich nicht erwartet. Toll, einfach toll. Für mich noch schöner als das Essen manchmal. Ich muss sagen, ich fahre jetzt seit 3 Jahren in Wiesmann. Ich habe vorher das Auto nicht gekannt. Und ich muss sagen, das hat mich unheimlich überrascht, ob das jetzt im Club ist oder hier bei dieser Zusammenkunft. Ich war jetzt auf 3, 4 Meetings dabei. Es ist sehr angenehm. Es sind bescheidene Menschen, es sind keine Angeber dabei. Also es ist wirklich eine schöne Zeit, die man mit den Menschen verbringen kann. Also diese Zusammengehörigkeit, diese Freude am Fahren, dieses Gemeinschaftliche ist toll. Das ist sicher das, was Wiesmann ausmacht. Unheimlich nette Leute auf der Tour, großartige Fahrzeuge. Es macht Spaß, das eigene Auto mal von außen zu sehen und nicht immer nur von innen. Und auch die positiven Reaktionen der Passanten zu beobachten. Die Autos sind einfach wunderschön. Das Essen war ja fantastisch, also das ist wirklich von der Firma Wiesmann fantastisch organisiert gewesen und ich möchte nur an das Essen vorgestern Abend erinnern, das war ja ein Traum. Das war also für mich das Highlight der Reise, das Essen und auch das Restaurant. Wir hatten mehrere Abendessen, wo Weine passend zum Abendessen gegeben wurden. Das ist immer wieder interessant zu sehen, welche Kombination von Essen, Weinen und Champagner passen und das habe ich mir so vorher auch nicht vorgestellt. Die Weine haben mir sehr gut geschmeckt. Das ist ja das, was ich liebe, ja. Das Besondere an einem Wiesmann ist, ein extrem individuelles, wunderschönes Auto zu fahren, das großen Fahrspaß vermittelt und das etwas ganz anderes ist als ein Großserienfahrzeug. Niemand kennt den Wagen. Alle meinen, es sei ein Oldtimer. Ich liebe Oldtimer, aber mit Oldtimern hat man immer seine liebe Mühe. Der sieht aus wie ein Oldtimer, hat aber die beste Technik drin, die es gibt. Und wenn man mal eine kleine Frage oder ein Problem hat, bemühen sich alle in der Firma, einem zu helfen. Und das muss ich sagen, so eine Betriebe muss man unterstützen. Ist ja auch ein deutsches Produkt, du hast Arbeitsplätze geschafft und da bin ich begeistert. Zuverlässig, Wiesmann.
Die Hotels sind ausgezeichnet. Hervorragend, eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Sehr, sehr klassisch, sehr schön eingebettet, wie hier in einem Golfplatz. Kann ich jedem nur empfehlen. Französisch. Das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren nicht geändert, aber sie haben einen unheimlichen Charme. Wenn man sich hier allein unser Hotel heute Nacht anschaut, es ist einfach schön, es ist gemütlich. Das war die Krönung hier. Die Hotels hier, das letzte war die Krönung. War super. Einfach schön. Ja, super. Super geil. War toll. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich bin auch das erste Mal auf der Strecke gewesen. Und würde ich nochmal wieder machen, auf jeden Fall. Es war super. Der Gecko klebt eben, ne? Super. Vom Feinsten. Ich könnte noch ein paar Runden machen. Die gesamte Reise war für mich eine wunderschöne Reise. Das ist eine perfekte Kombination. Das absolut perfekte Essen, was wir genießen durften von einem 2-Sterne-Michelin-Koch. Zusammen mit dem Fahren und dem Champagner, das war eine perfekte Kombination. So stelle ich mir das vor. Perfekt. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, das nochmal zu wiederholen, jetzt Champagner, Burgund und so weiter, würde ich es gerne nochmal mitmachen. Ich kann es nur empfehlen und würde es immer wieder machen.